Die wachsende Nachfrage nach Fisch und anderen Nahrungsmitteln aus dem Wasser verändert den Fischerei- und Aquakultursektor schnell. Es wird mit einem Anstieg des Verbrauchs gerechnet, der vor allem auf das rasche Bevölkerungswachstum zurückzuführen ist. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen hat auf der Ozeankonferenz in Lissabon den neuesten Bericht über den Fischereisektor vorgelegt. Die größeren Fischbestände werden besser bewirtschaftet und ihre Nachhaltigkeit hat sich in den letzten 10 Jahren deutlich verbessert. Während sich die kleineren Bestände an abgelegeneren Orten, wo es vielleicht keine Bewirtschaftungssysteme gibt, verschlechtern. Wir müssen also dafür sorgen, dass 100% der Fischbestände in Seen, Flüssen und Meeren bewirtschaftet werden. Denn wir wissen, dass die Bewirtschaftung funktioniert. Aber das ist eine große Aufgabe. In weniger wohlhabenden Ländern und in Ländern, in denen die Fischerei in kleinem Maßstab betrieben wird, ist dieses Ziel schwieriger zu erreichen. Jede Nachhaltigkeitsplanung muss die kleinen Fischereigemeinden berücksichtigen und in den Mittelpunkt der Erhaltung stellen. Und sie muss die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Komponenten dieser Fischergemeinden berücksichtigen, damit unsere Maßnahmen wirksam sind. Aber wir können auch einen Teil des Ertrags aus der Erhaltung dieser Ressourcen teilen. Die Vereinten Nationen sind der Ansicht, dass das Wachstum der Fischerei und der Aquakultur von entscheidender Bedeutung für die Beendigung von Hunger und Unterernährung in der Welt sei, dass aber eine stärkere Regulierung und Umgestaltung des Sektors erforderlich sei, damit die Ressourcen in den Ozeanen nicht erschöpft werden.